Hallo, herzlich willkommen beim Buhenziegenmann. Was hat er unter der Jacke? Das sind die geschlüpften Küken. Und fühlen sich da am wohlsten. Können da fein schlafen. Wenn wir sie in ihr Gehege tun, versuchen sie da einmal rauszukommen und uns hinterher zu laufen. Also wir haben jetzt quasi Konrad Lorenz live. So, ich bin hier gerade an dem Nest unserer brütenden Gans und die hat nämlich gerade das Nest verlassen, sonst komme ich hier nämlich nicht hin, und die hat hier insgesamt 16 Eier. Vielleicht mal eben einen Blick drauf. So sieht das Nest aus hier, einfach nur aus Zweigen, Daunen und dann dazwischen dann die ganzen Eier verteilt. Hier lagen aber allerdings auch 1, 2, 3 Eier daneben, die schon ausgekühlt sind. Es kann allerdings auch sein, dass das die Eier unserer zweiten Gans sind, weil die hat nämlich hier noch eine Kuhle. Und da werde ich die jetzt mal reinlegen und mal sehen, ob die sich auch noch setzt. Und ja, wie immer halte ich euch auf dem Laufenden, und sie sitzt hier richtig schön. Hier rechts ist die Weide, da kann sie dann direkt raus. Hier links von mir ist die Rückwand des Ziegenstalls und sie hat hier absolute Ruhe. Hier stört sie keiner, hier kommt keiner hin, außer mir. Ja, schauen wir mal, was draus wird. Also es müsste noch eine Woche, 14 Tage wird das wahrscheinlich dauern. Dann müssten die Küken dann schlüpfen. Na komm, komm. Komm. Komm schön, komm. Nein, du bist fein. Na komm, komm. Na komm.